Also das ist ganz ein besonders nostalgischer Tag. Also man wird sich am 1. August bewusst, wie furchtbar einem die Heimat ist. Nicht einmal unbedingt Heimweh. Ich fühle mich wohl in dem Land. Es gibt sehr tüchtige Leute und es ist ein schönes Land. Und es ist, ich kenne viele liebe Menschen, aber es gibt Dinge, die ich einfach trotzdem vermisse. Zum Beispiel ein bisschen mehr Demokratie, ein bisschen mehr miteinander und nicht gegeneinander. Und diese Sachen, die werden einem immer bewusster, je älter man wird, werden die bewusster, dass die fehlen. Ja, die fehlen mir wirklich. Das ist einfach die Scheu in uns rein. Und das vermisse ich. Aber es gibt keinen Grund zu glauben, dass wir uns auf eine Insel der Seligen bewegen würden. Hingegen dürfen wir, denke ich, mit Genugtuung und auch Dankbarkeit das Erreichte würdigen. Und wir sollten mit Courage, mit Mut, mit Energie die anstehenden Hürden nehmen. In diesem Sinne wünsche ich mir und Ihnen, dass wir den heutigen Tag mit kritischem Optimismus begehen. Ich danke Ihnen. Alles nur Sonnenschein ist und immer nur alles passt. Und wir erleben das auch in unserem Leben, wenn wir in die Schweiz zurückgehen oder wenn wir an unsere Finanzen denken in der Schweiz. Aber wir wissen auch, wir sind trotzdem glücklich und sind wir froh, Schweizer zu sein. Und deswegen sind wir ja hier, weil wir eben gerne Schweizer sind und weil wir gerne an unsere Heimat denken. Seh, Heider, bunter Luft wird im Leuers Land dies Wien. Da trugt viel Volk bis Hauferdorf, hätt mitmacht wieder am Spiel. Die andere Hälfte, die ich ihm sag, sie bin der große Bier. Als Publikum hätt zur Glocke und ich gespannt seh, was passiert. Ganz Besonderes, gerade wenn so viele Schweizer dabei sind, Ausgewanderte, viele in der gleichen Situation wie wir, also wie ich. Ja, das ist ein Tag, der wird uns immer in Erinnerung bleiben. Okay. Christa Kohnen, Sie sind jetzt quasi Gastgeber eigentlich für diese 1. Augustfeier am 31. Juli. Wie ist es so jetzt für Sie als gebürtige Österreicherin, diesem Ritual beizuwohnen? Ja, es ist schön, wenn der Nationalfeiertag so gefeiert wird. Das kennen wir in Oberösterreich eigentlich gar nicht so. Es gibt so viel Musik und richtiger Freude und mit dem Stolz zum Land. Also der 1. August ist unser Nationalfeiertag und als Schweizer haben wir ja unseren Nationalstolz und das ist unverkennbar. Und ich denke mir, dass das ganz anders ist als in anderen Ländern, zumindest anders als in Österreich. Und das ist für mich ein schöner Anlass, einfach mich mit anderen Schweizern zu treffen und uns einfach zu freuen darüber, dass wir Schweizer sind.
Und auch wenn wir nicht mehr in der Schweiz leben, es ist trotzdem unsere Heimat. Es ist unsere erste Heimat. Österreich ist unsere zweite Heimat. Aber die Schweiz ist halt trotzdem unser Ursprungsland. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir das auch feiern können. Auch wenn wir nicht in der Schweiz leben. Ja, ich denke, das ist sehr wichtig, um das Heimatgefühl ein bisschen zu stärken oder wieder aufleben zu lassen. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Ich denke, es ist auch eine Möglichkeit, dass sich Schweizer in einer gewissen Umgebung einfach treffen. Es gibt auch Möglichkeit, neue Leute zu treffen. Wir haben heute gehört, dass ein paar Familien oder ein paar Leute, die eingeladen waren, sehr schmal dabei sind. Das heisst, sie werden eigentlich in eine Gemeinschaft wieder aufgenommen. Und daraus kann sich etwas ergeben oder auch nicht. Aber ich denke, das ist eine sehr gute Sache. Und es gibt noch das Element, dass sich auch natürlich Schweizer mit Österreichern irgendwie in engeren Kontakt kommen, die alle eine Verbindung haben mit der Schweiz. Es gibt eigentlich etwas Neues. Wie stufen die grundsätzlich so die Beziehungen zwischen Schweiz und Österreich? Ich habe gesehen, die Grenzlinie ist eigentlich nicht so lang, also man kennt sich eigentlich nicht so gut, habe ich so den Eindruck. Ja, also Beziehungen, wenn man es jetzt politisch oder wirtschaftlich anschaut, kann man sagen, sie könnten eigentlich gar nicht besser sein. Ich denke, von der Schweiz aus gesehen, jetzt gegenüber, bezogen auf die vier Nachbarländer, die wir haben, sind Beziehungen mit Österreich die einfachsten, die ausgewogensten, die besten.